war ein wunderschöner Shelterplatz, 32 Kilometer. Bin ja auch erst kurz nach, also halb eins losgefahren. Haben gequatscht ohne Ende mit dem Micha aus Lübeck. Ich hatte vorhin mal übelst Kreislaufprobleme, hab was gegessen, das hat nie geholfen. Dann habe ich wieder Fanta getrunken mit Zucker. Das ging dann schon wieder. Ich bin im Auto dran. Der Old Man goes to Skagen. Ich muss mal entweder überlegen, mal einen Ruhetag zu machen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Kannst du gut? Ja, das ist gut. No? Kannst du bitte die Büschel festdecken und so, das ist super gewesen. Gucken. Nicht so schlecht. Jetzt fahre ich aber nicht wieder rauf, okay? Guten Abend, es ist Montagabend. Ich habe mich auch wieder getroffen, unterwegs auf der Wiese. Unterwegs auf der Tour. Sorry, ich bin ein bisschen knüller heute. Es ist jetzt schon um 9 Uhr oder so. Und wir haben dann beschlossen, zusammen zum Zeltplatz zu fahren, weil wir beide eine Tusche haben wollten. Allerdings waren wir hier 2 Kilometer weiter auf diesen Klopf-Dings da und die wollten gerne, dass wir uns dort eine App runterladen, damit wir den Zeltplatz als Kenner dort, das kannst du alles nur automatisch machen. Und das war uns alles zu aufregend und außerdem echt 30 Euro für eine Nacht. Bloß für so ein Zelt und für ein Fahrrad und für eine Person. 30 Euro, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Jedenfalls haben wir dann einen Shelter gesucht. Da haben wir aber keinen Shelter gefunden, sondern eine offizielle Zeltwiese vom, ja, eben von der Institution, die die Shelterplätze auch betreibt. Dort vorne ist ein Wasserhahn, hier ist eine Feuerstelle. Der Micha, der hackt gerade Feuerholz dort vorne. Zeige ich dann vielleicht nochmal, wenn der Akkusaft drauf ist. Das ist so ein Wirtschaftsgebäude, da ist warmes Wasser und ein Waschbecken und ein WC und alles gut für heute. Ich bin müde. Gute Nacht. Tschüss.